Here is the much-awaited theme for the 2016 Global Game Jam. The theme for the 2016 Global Game Jam is Ritual. Also unser Spiel heißt The Dark Trials und ein bisschen kann man das Thema der Game Jam schon erkennen im Namen. Man spielt Kultisten bzw. Initianten für einen Kult. Das Aufnahmeritual besteht darin, dass vier Anwärter in einer Arena gegeneinander antreten und man spielt sozusagen dieses Initiationsritual nach. Ziel des Spiels ist es, Ritualsteine zu sammeln und zu seiner Basis zu bringen, zu seinem Ritualplatz. Und wenn man alle 5 Steine gesammelt hat, dann wird man quasi, dann kriegt man böse Kräfte, man kann dann die ganze Zeit Feuerbälle schmeißen und hat ein stärkeres Schwert. Und dann ist es das Ziel, die anderen noch alle umzubringen. Und dann der Last Man Standing, der gewinnt dann. Ich bin Game- und Level-Designer, das heißt, ich baue natürlich zum einen die Level als Level-Designer, wir haben jetzt 3 verschiedene. Und zum anderen bin ich für das Balancing und für die Umsetzung der Ideen von der theoretischen Seite her zuständig. Unser Projekt ist eine Art Management-Spiel, in dem man das Spielgeschehen mit Musik steuert. Also man kann verschiedene Handlungen mit Musik auslösen und je nachdem, wie gut man die Melodien nachspielt, hat man mehr oder weniger Erfolg bei der Aktion, die dann darauf folgt. Dieses Jahr bin ich zum zweiten Mal beim Global Game Jam in Munich dabei und es war letztes Jahr auch sehr cool und deswegen bin ich auch gleich wieder gekommen. Also wir machen ein VR-Projekt mit der HTC Vive. Und das Thema von der Global Game Jam ist ja dieses Mal Rituals, Ausrufezeichen. Und in unserem Spiel geht es darum, dass man wechseln muss zwischen Regentanz und Sonnenanbeten. Das heißt, der Spieler wird die Brille aufgesetzt bekommen, bekommt die Controller in die Hand und muss dann sich dementsprechend im Raum bewegen. Das heißt, für den Regentanz muss er dann von links nach rechts und wieder zurück. Und zum Beten muss er wortwörtlich auf die Knie gehen und mit der Brille ganz weit runter. Also das Spiel heißt aktuell Red vs. Blue. Eigentlich sollte es mal Twitch vs. Twitch heißen. Das Grundkonzept war, dass wir ein Spiel machen für 2 Spieler. Die 2 Spieler sind keine normalen Spieler, sondern sind jeweils ein Haufen 100 Leute in dem Twitch-Channel. Und jeder joint einem von 2 Teams und schreibt dann Befehle in den Chat und sagt, mach das, mach das, mach das. Und am Schluss sitzt einer von uns hier und führt das ganze Ding aus. Also Red vs. Blue selber ist ein relativ simples Strategiespiel. Ich starte mit meinen Einheiten auf jeder Seite des Feldes und da drüben ist mein Gegenspieler. Und ich kann immer einzelne Figuren oder Figurengruppen verschieben. Das Ziel des Spiels ist es, beim Gegner auf diesen Feldern hier anzukommen. Also unser Projekt heißt Crimpy Snitch und da geht es um einen Ork-Schamanen, der in seinem Dorf so Alltagsrituale durchlebt und die meistern muss, fängt an mit Aufstehen, sich rasieren, Morgentoilette etc. und dann halt eben durchs Dorf gehen, Fleisch einkaufen, Leute heilen, irgendwelche Tränke brauen, sich selber Essen machen und man muss dann halt achten drauf, wie viel Hunger hat er, muss man gerade was essen, muss man auf die Toilette und wie müde ist er und man muss dann halt auch schlafen gehen und das Ganze hat so einen kleinen Tag-Nacht-Zyklus. Und ja, das wäre eigentlich so das Ganze. Also einfach nur den Alltag eines Ork-Schamanen. Gut,